Wir sinken da. Wir können interagieren, dann können wir wechseln oder ausmachen. Na, mal gleich gucken, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 5. Okay, wir können es ausmachen. Nehme ich mir gleich, aber erstmal gucke ich mir hier an. Das sind wohl die Familienmitglieder. Insgesamt sind sie zu viert. Wer ist das? Der Jakob Seed. Jacob, der Soldat. Der älteste der Gebrüder Seed ist für die Ausbildung ihrer Miliz oben in den Whitetail Mountains verantwortlich. Das Einzige, woran er glaubt, ist, die Schwachen zu opfern. Anscheinend führt er im Norden ein paar psychologische Experimente durch. Da oben kursieren allerlei albtraumhafte Geschichten über Leute, die völlig grundlos übereinander herfallen. Er hat auch mit der Herstellung dieser Monsterwölfe zu tun, okay, die von der Sekte Judges genannt werden. Klingt toll. John Seed, der Täufer, der jüngste der Gebrüder Seed. Okay, die sind zu dritt. Und womöglich auch der sadistischste. Ist für die Rekrutierungsmaßnahmen der Sekte verantwortlich. Zeichnen, säubern, beichten, büßen. Das sind die vier Schritte, die jeder durchlaufen muss, bevor er ein Mitglied bei Aiden's Gate werden kann. Oder Eden's Gate. Sofern er denn überlebt. John befiehlt jedem, die Macht des Ja zu akzeptieren, damit seine Anhänger auch wirklich jeden Scheiß machen, den er will. Ein waschechter Psychopath. Höchst nett. Das ist seine Schwester. Faith, die Sirene. Keiner weiß, wie da der Verwandtschaftsgrad aussieht. Anscheinend ist sie einfach eines Tages aufgetaucht. Sie erzählt rührselige Geschichten über Faith. Ist eine Lügnerin und Manipulatorin. Fangen wir sie. Keiner weiß, gerade aussieht. Aha. Man erzählt. Wer sie? Die Familie? Egal. Sie erzählt röselige Geschichten, aber Faith ist eine Lügnerin und Manipulatorin. Wenn man ihr die Chance bietet, vergiftet sie einen den Verstand mit Bliss. Was ist Bliss? Werden wir bestimmt noch erfahren. Alle, die den Henbane River entlang wandern, enden entweder tot oder beschreiten den Pfad, um eine dieser hirntoten Angels zu werden, die die ganze schwere körperliche Arbeit für die Sekte übernehmen. Klingt der Herz allerliebst? Sie vernebelt einen den Verstand, klingt bisher aber noch am sympathischsten. Wenn man das überhaupt bei denen sagen kann. Joseph Seed, der Vater. Joseph Seed ist der Anführer dieser Sekte namens Project at Eden's Gate. Die Peggys. Er glaubt, dass ein großer Kollaps bevorsteht und hält sich für eine Art moderne Noah. Er glaubt, Gott würde direkt zu ihm sprechen und er habe ihm gesagt, dass er so viele Seelen wie möglich retten soll. Jetzt, wo seine Ernte begonnen hat, eben mit uns, sind seine Anhänger sogar bereit, für ihn zu sterben. Er hat seine Anhänger drei riesige Bunker bauen lassen, in denen sie Schutz finden. Wenn seine Prophezeiung wahr wird, der Typ hat sie einfach nicht mehr alle. Oh ja. Was ist denn da noch alles drin? Ach, die Karte. Ein Amulett auch noch. Ah, ein Schlüssel, okay. Ah, damit kommen wir dann hier raus. Das Waffenrad. Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Hä, geht das nicht mit Mausrad gedrückt halten? Wähle die gewünschte Waffe mit Maus und lasse Q los oder drücke linke Maustaste, um deine Auswahl zu bestätigen. Oben findest du Waffen und Seitenwaffen, unten Wurfgeschosse und Nahkampfwaffen. Nahkampfwaffen und Wurfgeschosse bieten eine tiefgehende Auswahl. Scrolle mit dem Mausrad durch die verfügbaren Optionen. Vorsichtig da draußen. Es wimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit, für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Na, schon gelesen. T
Kinder, Mann. Kinder bringen einen um. Als erstes bringen sie dich um den Schlaf. Ganz egal, wie alt du bist. Du wirst nie wieder richtig schlafen können. Als nächstes gibst du dein Bestes, sie auf eine kalte, harte Welt vorzubereiten. Dann sind sie es, die dir das Herz brechen. Hast du schon Erlebnisse gemacht, ja? Gut, dann verlassen wir mal den Bunker. Das war aber da. Sind hier Stimmen zu hören? Nee, ist glaube ich bloß ein Rauschen. Waffenrad. Geht wirklich bloß mit Q? Ist ja gar kein Rad. Moment, ich meine, ich habe da irgendwas gesehen. Option, ist das Gameplay? Waffenmarkierung aus. Also wenn ich mit einer Waffe ziele, dann werden die automatisch markiert. Nein. Ducken hat... Ach, Raster und Rad. Okay, gut. Aber ich kann es nicht... Genau, das Rad wollte ich. Ich kann es auch nicht mit dem Mausrad öffnen. Das ist interessant. Maustaste gedrückt halten. Achso, dann nehme ich immer die Waffe, in dem Fall die Granate. Das Wurfgeschoss. Ach, stimmt ja, das Dynamit habe ich ja mit dem Mausrad geworfen. Na gut, dann halt mit Q. Von allem nix. Ein klassischer Sprengstoff. Lunte anzünden, warten aber nicht zu lange, werfen und dann die Ohren zu halten. Was? Was ist... Ist das ein Handy? Das ist Sprengstoff. Einfach Sprengstoff. Ein anderer Sprengstoff. Moment, hier steht's doch. Dynamit und Rohrbombe. Hab gar nicht gelesen. Ein Wurfmesser, Rauchgranate, Köder. Molotow, Fernzündungssprengstoff, Annäherungssprengmittel und Molotow. Fäuste und Schaufel. Nix. Gesperrt. Ach, mehr Waffen, okay. Mehr Waffen und Handfeuerwaffe. Seitenwaffe. Dann gehen wir mal raus. Achtung, wir kommen. Oh. ist das hell. Und boah, sieht das schön aus. Also bei Tag. Herrlichst. Ein grünes Blatt zum Spritze herstellen. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Oder nimm Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst... Dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Aller guten Dinge sind vier. Gut, kann ich auch wieder zumachen? Offenbar nicht. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? Touch out. Süden ist da. Aber erstmal nehme ich mir ein grünes Blatt mit. Stachellattich. Puh. Jetzt sind wir ganz auf uns alleine gestellt, bis wir die ersten Freunde finden. Boah, das blendet aber. Muss mal gucken, ob ich mit der Helligkeitseinstellung so zurechtkommen möchte. Das werde ich mal sehen. Ich kann mal gucken, wie sieht denn das aus, wenn ich es anders mache. Optionen. Das war hier, ne? Ja. Mache ich es mal so. Modus für Farbenblinde. Okay, nein. Geht auch so. Habe ich gerade festgestellt.
Jetzt sieht es mir etwas zu düster aus. Oh Mann, hätte ich bloß nichts dran verstellt. Gut, lasse ich es erstmal so und werde vielleicht später mal eine Pause probieren. Wie sieht denn die Karte eigentlich aus? Ah, wir sind wirklich auf einer Insel hier mit dem Bunker. Schnellreise nicht verfügbar. Wir sollen nach Süden. Einfach nach Süden. Was haben wir hier oben? Logbuch. Stärke den Widerstand, indem du Geiseln befreist. Bauwerke oder, Missionen. Außenposten. Ich hätte gern Pfeil und Bogen. Fehlt noch. Ich habe hier schon was eingesammelt. Da, Stachellattich. Verwendung, Herstellung von Medizin im Werkzeugrad. Grasland und auf Ebenen. Okay, hier gibt es aber echt viel. Schnaps. Molotovs. Nein, werde ich nicht verkaufen. Und einen Schlüssel zum Bunker werde ich auch nicht verkaufen. Gut, das sehen wir einfach mal, wenn wir dann soweit sind. Und hier Charakteranpassung. Okay, die Kleidung. Das Gesicht können wir nicht mehr ändern. Alles klar, dann mal auf gen Süden. Keine Karte mehr, nur noch Kompassstreifen oben. Das finde ich super. Ich höre schon wieder jemanden. Da oben ist ein Auskock. Oh, da ist ein Gebäude. Hier wird jemand gehauen. Da unten. Das ist schon eine dicke Waffe in der Kiste, oder? Scharfschützengewehr. Johnsons Wachturm. Fernglas. Da kann ich gucken, aber ich kann mir niemanden so markieren, weil ich es ja ausgemacht habe. Sie hatten ihre Chance, etwas beizutragen. Au. Wo versteckt sich die Polizistin? Keine Ahnung. Puh, ganz schön hell. Okay, es sind zwei. Da hinten oben ist niemand, sind bloß die beiden. Die muss ich halt irgendwie bekommen. Und am besten schnell, bevor es noch mehr Aua macht. Sag uns lieber, was du weißt, Sünderin. Dreh dich um, dann habe ich dich, hast du uns im Rücken und da wir zur Seite. Jetzt haben die beiden den Rücken zu uns gedreht. Hey! Oh, schade, ich dachte, wir haben denn die Schaufel ins Gesicht. Moment. Du musst nicht den Helden spielen, aber komm schon. Ich habe schon einen Pfeil, also der erste Schritt zum Bogen. Moment, hier ist Futter. Na, wer weiß, was das für Fleisch ist. Vielleicht irgendwelches Menschenfleisch. Oder Tierfleisch. Ja, Moment. Danke, Deputy. Rädern. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Prepper-Bootshaus, okay. So, hier kann ich plündern. Annäherungssprengstoff, Schrot, Gewehr, Schuss, Zeug. Was machst du jetzt? Gehst du nach Hause? Reden? Körper bewegen? Nö. Achso, ihn habe ich geplündert, nicht das Tier, klar. Hätte mich auch gewundert. Wurfgeschosse. Rüste ein Wurfgeschoss über das Waffenrad aus, indem du gedrückt hast. Auswählen, drücke, mittlere Maustaste halten. Gedrückt, um abzukochen, eher um vorzuwärmen. Kommt das gleich hinaus. Du findest Wurfgeschosse und Sprengstoff bei Leichen oder in Containern. Okay. Das Spiel schaut schon sehr schön aus. Einmal Annäherungssprengstoff. Ein hochempfindliches Gerät, das explodiert, sobald ein Gegner in Reichweite ist. Befindet sich zurzeit in Therapie. Okay. Eine flaschenbasierte Brandbombe. Die Schönheit liegt in der Einfachheit. brauchen Verschluss, Nitro und Sprengkapsel. Gehäuse, Nitro und Sprengkapsel. Okay, Schnaps und Verschluss.
Verschlussgehäuse Nitro. Gehäuse Nitro, okay, okay. Gut. Ist die gleiche Waffe. Hat die noch Munition drin? Ich glaube, die hätten wir schon aufgenommen oder haben wir schon aufgenommen. Wir sollen Dutchs kleine Insel befreien. Bootshaus. Okay, blinkt da oben. Es will eingesammelt werden. Eine Rutschelinie. Eine Rutsche sei so rum. Rutschelinie. Boah, es ist hell. Ah, interessante Hinweise. Hier gibt es bestimmt auch noch die Seile. Die Seile, die an so einem Vorsprung herunterhängen, wo man dann hin kann. Johnsons Lookout Tower. Ein Aussichtspunkt. Bin mal gespannt, wie wir abseits von dem Prolog einfach Schüsse aushalten. Gut, wir werden bestimmt auch besser werden. Aber bin ich echt mal gespannt, wie wir uns da so machen werden auf schwer. Ah, Mist, darf ich nicht rein. Gehe ich gleich mal hoch, gucken, was hier im Schuppen ist. Oh, also draußen ist schon was kaputt. Ach so. Wir müssen ja dahin. Kann ich nicht aufmachen? Klingt so wie das auf Holzhorn in Half-Life 2. Ach, das ist ja unser Kollege, wollte schon sagen. Der kommt auch bekannt vor. Der Pulli. Schraubendreher können wir dann auch nehmen zum Leute abstechen? Er nimmt sich ja wirklich was raus. Na komm, habe ich's gesagt, macht er das gar nicht mehr. So, hier ist er bestimmt genau. Hey, Henry. Ich bin hier am Waldrand, da, wo du das Feuer gesehen haben willst. Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss mir das mal näher anschauen. Was ich nicht verstehe, was treiben diese ganzen Peggys hier draußen? Es gibt einen ganzen Haufen von ihnen im Wald. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Mir kommen sie ziemlich abgeranzt vor und... Heilige Scheiße! Hier ist gerade ein Pickup vorbeigerast. Hinten drauf saßen ganz viele Peggys mit Schrotflinten. Ich werde mal... Ach so Scheiße! Aufhören zu schwätzen, ne? Wo ist die Hope County? Montana, habe ich mir sagen lassen. Das weiß ich auch noch. Lesen. Sektenschrein. Die Ernte hat begonnen. Der Vater hat uns aufgetragen, diese Schreine in der ganzen Region aufzubauen, um sein Wort zu verbreiten. Sobald sie errichtet sind, werden die Sünder versuchen, sie zu schänden. Deshalb müssen wir sie um jeden Preis verteidigen. Wir stellen diese Schreine auf, damit die Weisheit des Vaters hier Wurzeln schlagen und wachsen kann. Für Eden's Gate. Nicht okay. Schreine, um den Widerstand aufzuhalten. Ja, und schon was gefunden. Gut, dann gehen wir gleich mal rüber. Nicht darüber, Seilrutsche. Nicht darüber. Sondern darüber. Achso, da haben wir passend schon was dabei. Ich dachte jetzt irgendwie mit der Schaufel Erste-Hilfe-Set. Also was ich aufnehme, das würde ich mir ganz gerne anzeigen lassen, weil ansonsten, ja, wenn ich aus Versehen mal drüber stolper, so wie gerade jetzt, dann kriege ich es ja gar nicht mit. Was, man kann nicht runter? Komm, komm schon. Nein, fahr runter. Blödes Ding. Stuhl geht auch nicht. So, wie komme ich jetzt hier runter? Mist, daran hätte ich mal vorher denken sollen, rauf ist einfacher als runter. Merkt man mal wieder. Ich hoffe, wir überleben das auch schwer. Ich denke mal schon. Wo ist es am niedrigsten? Wo geht's hoch? Hier so. Ich kaufe, nicht auf die Kiste. Jetzt aber. Ha.
Ist jetzt überlebt, dann überleben wir das auch. Ja. Ah, die Musik dazu. Schön, schön, schön. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge legen wir dann so richtig los. Dann machen wir diese kleine Insel hier mal frei. Ja, und bis dahin genießen wir noch ein klein wenig die Aussicht, die schöne Musik. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.